Ja, dann sage ich auch ganz herzlich willkommen in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir doch jetzt hier eine gute Gruppe zusammengekriegt haben, um uns mit dem gerade schon angesprochenen Thema How-To mit Lehramt ins Ausland zu befassen. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass auch weitere Kolleginnen vom Akademischen Auslandsamt jetzt gerade dabei sind. Das heißt, wir freuen uns dann danach natürlich auch noch auf weiteren Austausch mit Ihnen und weitere Gespräche. Ich möchte ganz gerne mit folgender Ausgangssituation diese 15 Minuten heute beginnen. Und zwar einmal mit diesem Bild. Eine Person mitten in einem Labyrinth, wahnsinnig viele Gänge, irgendwie weiß man gar nicht, wo kommt man eigentlich hin, wo soll man eigentlich hin, welchen Weg soll man eigentlich einschlagen. Und das ist tatsächlich eine Ausgangssituation, mit der grundsätzlich viele Studierende bei uns in der Beratung landen, aber auch Lehramtsstudierende. Denn ein typischer Satz, den wir häufig hören, ist, ich kann mir schon einen Auslandsaufenthalt vorstellen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann, gerade bei Lehramtsstudierenden, kommt sehr schnell diese Situation dazu. Man fragt sich so, das kleine Engelchen, das auf der Schulter sitzt, das sagt, geh ins Ausland, erweitere deinen Horizont und lerne ein anderes Bildungssystem kennen. Und das kleine Teufelchen auf der Schulter sagt, aber Lehramtsstudium, das ist doch im Ausland ganz anders. Und kann ich da eigentlich all das studieren, was ich hier studieren würde? Wie sieht es aus mit der Anerkennung? Wie sieht es aus mit meiner Regelstudienzeit? Und dann ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen diese Hin- und Hergerissenheit loswerden können und will das gerne machen anhand von vier Schritten, die wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen. Es geht los bei Orientierung und Entscheidung, wie irgendwie immer. Dann kommt es natürlich ganz stark auf die Frage an, wie und wo bewerbe ich mich eigentlich und wie soll ich denn das Ganze auch finanzieren. Danach kommen ganz viele andere Fragen auf, die die Organisation angehen. Und dann am Ende ist natürlich auch immer die Frage, wer ist eigentlich da an der Uni und hilft mir? Wer sind die Leute, die ich irgendwie ansprechen muss? Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Natürlich auf Lehramt und Lehramtsstudierende wie Sie auch zugeschnitten. Schritt 1. Orientierung und Entscheidung. Und da steht natürlich immer ein ganz großer Berg an Dingen, über die man nachdenken kann. Möchte ich ein Auslandssemester machen an einer unserer zahlreichen Partneruniversitäten weltweit, die wir an der JLU haben? Da kann man sich dann fragen, möchte ich ein Semester oder mache ich lieber gleich zwei? Denn bei zwei Semestern habe ich natürlich die Gelegenheit dann auch, ein bisschen besser anzukommen, einfach länger vor Ort zu sein. Und diese vier Monate sind nicht irgendwie so super schnell rum. Dann können Sie sich als Lehramtsstudierende natürlich immer fragen, will ich über eines meiner Fächer gehen oder zum Beispiel auch über die Grundwissenschaften, also über den Fachbereich 03. Möchte ich innerhalb Europas bleiben oder zieht es mich lieber in die große, weite Welt, USA, Amerika, ist dasselbe, aber Australien gibt es auch noch, also irgendwie außerhalb von Europa. Oder möchten Sie lieber die Gelegenheit nutzen, ein Auslandspraktikum zu machen und da vielleicht ein Pflichtpraktikum im Ausland verbringen, ein freiwilliges Praktikum zusätzlich, um einfach noch mehr schulpraktische Erfahrungen zu sammeln? Möchten Sie das selbst organisieren? Soll es ein strukturiertes Programm sein? Und auch da natürlich wieder die Frage, innerhalb Europas oder außerhalb Europas. Genauso geht es dann weiter mit Fragen, mache ich das innerhalb meines Studienverlaufsplans, wie läuft es mit der Anerkennung oder nutze ich zum Beispiel auch die Gelegenheit nach dem ersten Staatsexamen, um die Zeit zwischen erstem Staatsexamen und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes sinnvoll zu überbrücken und da einfach mich noch ein bisschen auszuprobieren an der Schule im Ausland. All das sind Möglichkeiten, die Sie haben und die Sie ganz am Anfang natürlich individuell für sich selbst irgendwie klären müssen. Ich wollte aber auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass über das Erasmus-Plus-Programm, was sicherlich den meisten ein Begriff ist, weil es so das größte und bekannteste Mobilitätsprogramm ist, Sie sich bis zu 24 Monate fördern lassen können. Das ist für einige schon quasi das halbe Studium, was Sie im Ausland verbringen können.
oder sogar mehr als die Hälfte, wenn man L1 studiert oder so, dann können Sie daran halt schon sehen, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Sie einplanen können und wo Sie dann eben auch von der Förderung profitieren. Damit Sie sich ein bisschen besser orientieren können, habe ich auch hier auf jeden Fall einmal mitgebracht die Netzwerkkarte der JLU, damit Sie mal sehen können, dass wir tatsächlich sehr viele internationale Beziehungen haben, auch wieder, wie gesagt, weltweit, in ganz viele unterschiedliche Regionen und auch da sich jeder natürlich so ein bisschen fragen muss, wo will ich eigentlich hin, was interessiert mich, wo kann ich vielleicht so die besonderste Erfahrung machen oder was ist einfach ganz anders als das, was ich hier in Gießen an der JLU erleben kann. Das, was ich hier unten rechts, jetzt weiß ich wieder gar nicht, links, Ihnen noch verlinkt habe mit dem QR-Code, unser sogenannter Publisher. Das ist eben quasi die Datenbank, in der Sie auch einfach mal eingeben können, ich will in das und das Land. Und es zeigt Ihnen dann an, welche Partneruniversitäten zur Verfügung stehen, damit Sie sich so ein bisschen orientieren können, was vielleicht auch passt vom Angebot, was liegt schön am Meer, sodass man immer gut an den Strand gehen kann, was liegt eher in den Bergen, damit man fleißig wandern gehen kann, also je nachdem, was dann so Ihre persönlichen Präferenzen sind. Dann sind wir schon nach Schritt 1 der Orientierung und der Entscheidung bei der großen Frage nach der Bewerbung. Und da ist einfach immer wichtig, dass Sie sich auf jeden Fall einplanen, ungefähr sich ein Jahr im Voraus, also ein Jahr vor Beginn der Mobilität zu bewerben. Natürlich auch, damit Sie den hier in der Mitte abgebildeten Schritt, die Beachtung anderer Bewerbungsfristen, auch noch mit genügend Zeit einfach nehmen und gehen können, wenn Sie sich zum Beispiel noch um andere Stipendien bewerben oder auch noch ganz gewisse andere Dinge in den Prozess einfach reinfallen. Und dann, circa ein Jahr nach der Bewerbung, steht dann eben auch der Antritt der Mobilität. Und was jetzt diesen ganzen Bereich Bewerbung angeht, kommt es natürlich immer sehr darauf an, was Sie machen wollen. Wo bewirbt man sich dafür? Mit welchen Unterlagen bewirbt man sich dafür? Das ist eigentlich fast immer super unterschiedlich, je nach den Programmen, für die Sie sich bewerben. So könnten Sie zum Beispiel, wenn Sie im Erasmus-Plus-Programm ins Ausland gehen wollen, sich an den Fachbereichen direkt bewerben. Beziehungsweise, wie es dann bei uns heißt, dezentral an den Fachbereichen. Zum Beispiel also im Institut für Germanistik oder in der Anglistik oder in der Mathematik, je nachdem, welches Fach Sie studieren. Es gibt gewisse Plätze an Partneruniversitäten, hauptsächlich weltweit, zum Beispiel in Japan oder auch in Kolumbien. Die werden zentral am Akademischen Auslandsamt ausgeschrieben. Das heißt, das ist schon wieder ein anderer Ort, wo man sich bewirbt, andere Unterlagen, die man zur Bewerbung einreichen muss. Wenn wir jetzt beim Bereich Auslandspraktikum sind, dann erfolgt die Bewerbung immer direkt bei der Schule. Das heißt, Sie suchen sich dann die deutsche Schule in Valencia zum Beispiel aus und schicken einfach Ihre Bewerbungsunterlagen ganz eigeninitiativ an diese deutsche Schule. Oder eben, wenn wir jetzt sind bei einem strukturierten Programm für Auslandspraktika, dass Sie sich dann natürlich direkt bei dem Programm bewerben, zum Beispiel beim Pädagogischen Austauschdienst oder auch beim Goethe-Institut für das Programm Schulwärts. Das heißt also, mit Orientierung und Entscheidung geht auch immer natürlich einher, dass man sich gleich darüber informiert, was muss ich für die Bewerbung dann beachten, wo schicke ich das eigentlich alles hin, wie funktioniert so der Prozess. Und als Beispiel jetzt einmal, wenn Sie sagen, das Sommersemester 2024 würde ich sehr gerne im Ausland verbringen, dann hätten Sie die Gelegenheit, sich jetzt im Sommersemester 2023, je nach den einzelnen Fristen der Fachbereiche, um einen sogenannten Restplatz im Erasmus-Plus-Programm zu bewerben. Das heißt also einfach die Plätze, die im Wintersemester in der letzten Bewerbungsrunde nicht vergeben wurden, zu nutzen, damit Sie dann zum Beispiel im Sommer an den Strand in ein schönes Land mit tollem Wetter nach Spanien oder wohin auch immer gehen können, um da Ihr Auslandssemester zu verbringen. Hier auch einfach nochmal so ein bisschen so zur Orientierung, dass Sie es schon mal gehört haben. Sie finden die Informationen natürlich auch auf den Internetseiten der Uni und auch des Akademischen Auslandsamts.
Aber es gibt eben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Fachbereichen, die sogenannten EU- und ECTS-Beauftragten, die dann über Spezifitäten an den einzelnen Instituten informieren. Für die Praktikumsrecherche gibt es diese wunderbare Weltkarte der PASCH-Schulen, wo man auch einfach eingeben kann, ich will in das und das Land. Was gibt es da so für Schulen, deutsche Auslandsschulen oder auch so einige andere Typen an Schulen? Und auf den Seiten des Akademischen Auslandsamts, da gibt es dann zum Beispiel irgendwann Informationen über die sogenannte zentrale Ausschreibung, wo man sich dann für Japan oder Kolumbien oder andere Länder weltweit bewerben kann. Ja, und dann schließt sich natürlich immer an die große Frage der Bewerbung, die Frage mit der Finanzierung. Und da einfach nur so für das grobe Verständnis, es gibt da sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt, wie Sie hier in dieser Tabelle sehen, immer Programme, da gibt es eine Finanzierung und einen Platz in Kombination. Zum Beispiel im Erasmus-Programm, Sie bewerben sich auf einen Platz und es ist automatisch klar, Sie bekommen auch den Erasmus-Mobilitätszuschuss. Und dann gibt es aber eben auch reine Stipendienprogramme, sowas wie Sie hier auf der dann linken Seite, rechten Seite sehen, Promos, Erasmus Plus, Traineeship, eben für Praktika oder vom DAAD, das Lehramt Internationalstipendium, was so aktuell auf jeden Fall das attraktivste ist, weil es den höchsten Stipendiensatz hat. Das heißt, das ist immer das, was man sich als erstes anschauen sollte, wenn Sie ein Praktikum im Ausland machen möchten. Wie es dann auch manchmal ist bei Stipendienprogrammen, man muss auch immer dabei bedenken, es gibt gewisse einzelne Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, zum Beispiel die Dauer des Praktikums. Das ist dann auf jeden Fall was, was Sie auch gut im Blick haben sollten bei Ihren eigenen Planungen. Dann kommen wir schon zu Schritt 3, Organisation. Und dazu gehört natürlich immer alles, was mit Fristen zu tun hat. Dazu gehört dann ganz zentral natürlich die Kurswahl. Möchten Sie sich Kurse anerkennen lassen oder sagen Sie, ich bin am Ende meines Studiums, ich bin eigentlich scheinfrei und ich mache jetzt nur noch Kurse, wo ich irgendwie denke, das habe ich an der JLU nicht belegt, das ist nochmal eine schöne Weiterführung, das sind einfach nochmal irgendwie Kurse, die mich besonders interessieren, besonders weiterbringen. Und wichtig sind da dann einfach immer individuelle Absprachen mit den Ansprechpartnern, also ECTS-Beauftragten, Modulbeauftragten in den Fachbereichen. Das funktioniert dann eben in Absprache mit diesen Personen. Wohnung ist immer eine große Frage. Bei Studienaufenthalten ist häufig Wohnheim dann so die erste Wahl und was ja auch gar nicht schlecht ist. Bei Praktikumsaufenthalten gibt es auch immer Möglichkeiten, Wohnungen von früheren Praktikanten zu übernehmen oder sich zum Beispiel auch von der Schule helfen zu lassen, sodass da eine große Sorge auf jeden Fall schon genommen werden kann. Eine Wohnung haben bisher noch alle gefunden, die wir so begleitet haben in den letzten Jahren. Mal war es schwieriger, mal einfacher, aber sie kommen auf jeden Fall irgendwo unter. Und dann, je nachdem, wo Sie hingehen, stellt sich die Frage, brauchen Sie ein Visum? Wie sieht es aus mit der Krankenversicherung und der Anreise? Aber da ist man ja schon wirklich sehr in der ganz intensiven Planung und dementsprechend auch schon in unserer Jahresplanung deutlich fortgeschritten. Ja, jetzt geht es um die Frage, wer unterstützt mich? Und da gibt es natürlich zahlreiche Personen, je nachdem, was Sie gerne machen möchten. Meine Kollegin Maike Röhl am Akademischen Auslandsamt berät insgesamt zu Studium und Praktikum im Ausland. In der zentralen Studienberatung gibt es die Kolleginnen Wiebke Blumenthal und Beate Kaputa-Wiesner, mit denen Sie zum Beispiel auch sich mal Ihren Studienverlaufsplan vornehmen können und schauen können, wenn ich jetzt versuche, da ein Auslandssemester reinzubauen, wie kriege ich das möglichst gut irgendwie hin? Und am Zentrum für Lehrerbildung, was dann natürlich sehr stark involviert sein muss, wenn es um das Thema Auslandspraktikum geht, ist Jelena Henkel-Otto für Sie die Ansprechpartnerin. Alles rund um Fragen von Organisation, wie sieht es mit der Vorbereitung aus, wie sieht es mit der Nachbereitung aus und der Anerkennung. Und dann können Sie Frau Henkel-Otto immer ansprechen. Und ansonsten natürlich auch gerne unsere vielfältigen anderen Angebote nutzen. Wir haben vor einiger Zeit mit einer Gruppenberatung für Lehramtsstudierende zum Auslandsaufenthalt begonnen. Das ist auch eine ganz offene Gesprächsrunde, zu der Sie einfach dazukommen mit Ihren Anliegen, die Sie haben.
Sie können natürlich immer gerne unseren Newsletter lesen, der über den Lehramtsverteiler verschickt wird und auch zu der semesterweise stattfindenden Infoveranstaltung mit Lehramt ins Ausland dazukommen. Das heißt also, es gibt individuelle Personen, die Sie unterstützen, ganz viele Veranstaltungen, wo wir Sie gerne unterstützen. Und von daher nur die herzliche Aufforderung, dass Sie sich auf jeden Fall bei uns melden. Viele Kommilitoninnen und Kommilitonen von Ihnen waren bereits im Ausland. Wir haben mal angefangen, so ein bisschen Erfahrungsberichte zu sammeln aus Infoveranstaltungen hauptsächlich. Die finden Sie unter Studium auf dieser Seite Fakten statt Gerüchte, die Sie sicherlich kennen, weil da ja immer ganz viel zum Thema Lehramt auch landet. Und da gibt es eben auch Erfahrungsberichte. Da ist Bologna dabei und Singapur und Frankreich, also auch schon sehr vielfältig. Da können Sie sich gerne mal umschauen, wie es Kommilitoninnen und Kommilitonen so ergangen ist. Und dann kann ich jetzt nur sagen, viel Erfolg bei Ihren Planungen. Wir hoffen, dass Sie alle solche fröhlichen Selfies während Ihrer Auslandsaufenthalte machen und natürlich dann auch an uns gerne zurückberichten, wie es Ihnen ergangen ist und Ihre Erfahrungen mit uns, aber auch wieder mit Kommilitoninnen und Kommilitonen teilen. Vielen Dank. Thank you.